freue mich ganz besonders, Ihnen unser neurochirurgisches Forschungslabor vorstellen zu können. Dieses Trainingslabor haben wir etabliert, damit unsere jungen Assistenten und Assistierenden als auch unsere Lernenden hier an der Fakultät eine Trainingsmöglichkeit haben. Das Ziel ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine geplante Operation bereits vorher virtuell planen, denn die Planung ist mindestens genauso wichtig wie die Durchführung einer Operation, dann transformieren in ein 3D-Modell, die Möglichkeit haben, am 3D-Modell diese Operation durchzuführen, um dann das Ganze in dem Operationssitus zu transformieren und die Operation dann zu sehen und im weiteren Verlauf der Ausbildung dann auch zu entlernen. Und dies ist eine ganz besondere Möglichkeit, die ich Ihnen gerne hier in Magdeburg zeigen möchte. Im Center for Innovation, Research and Education der Klinik für Neurochirurgie beschäftigt sich das Team von Oberarzt Dr. Niasi unter anderem mit der Entwicklung und Integration von Simulationsverfahren in der operativen neurochirurgischen Arbeit und Ausbildung. Hier haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch interessierte Studierende die Möglichkeit, mit Hilfe von neuesten Virtual- und Augmented Reality-Verfahren auch die anspruchsvollsten neurochirurgischen Eingriffe Schritt für Schritt zu rekonstruieren, zu simulieren und ihre chirurgischen Fähigkeiten auszubauen. Damit läuten wir eine neue Ära in der neurochirurgischen Ausbildung und Lehre ein. Weltweit neueste Augmented Reality Technologien revolutionieren bereits jetzt schon die Art und Weise, wie wir hier in Magdeburg Operationen planen und durchführen. In unserem Mixed Reality Labor sind unsere DoktorandInnen in der Lage, die CT- und Angiografiedaten unserer PatientInnen in Sekundenschnelle zu rekonstruieren und diese zum Beispiel in unsere eigens für Aneurysma-Behandlung entwickelte VR-Software einzuspeisen. So haben wir die Möglichkeit, die Rolle des Operateurs in unserem virtuellen OP-Saal zu übernehmen und diese komplexen Eingriffe patientenspezifisch bereits vor der geplanten Operation zu simulieren und zu planen. Mit sogenannten Haptic Feedback Devices, womit die taktilen Eigenschaften von Gewebe, also von Haut, Muskeln, Knochen, Hirn und sogar Gefäßen simuliert werden kann, wird die virtuelle Erfahrung realistischer als jemals zuvor. Künstliche Intelligenz spielt auch in der Neurochirurgie eine immer größere Rolle. Mithilfe von neuronalen Netzwerken, Maschinen- und Deep Learning-Methoden sind wir heute schon in der Lage, innerhalb kürzester Zeit pathologische Veränderungen im zentralen Nervensystem automatisch zu detektieren, zu segmentieren und diese sogar zu klassifizieren. Das Hauptziel unserer Arbeit ist, angehenden Neurochirurginnen die Möglichkeit zu geben, ihre chirurgischen Fähigkeiten präziser und schneller auszubauen als jemals zuvor. So sind wir gleichzeitig in der Lage, innerhalb kürzester Zeit die rekonstruierten Patientendaten nicht nur als 3D-Modelle auszudrucken, sondern hieraus realistische, patientenspezifische Phantome zu erstellen. In unserem voll ausgestatteten mikrochirurgischen Labor können dann sämtliche neurochirurgische Eingriffe und Krankheitsbilder mit echten mikrochirurgischen Instrumenten und Gerätschaften so realitätsnah wie möglich vorbereitet, simuliert und trainiert werden. Damit setzen wir hier in Magdeburg neue Maßstäbe in der neurochirurgischen Ausbildung und Lehre. Jetzt haben Sie einen Eindruck von unserem Forschungslabor bekommen, aber auch einen intraoperativen Eindruck. Und Sie sehen, dass es eine große Erfahrung bedarf, solche Gefäßmalformationen, also Aneurysmen, sorgfältig auszuschalten. Und deshalb ist ein solches Trainingszentrum für uns und für unsere jungen Assistentinnen und Assistenten sehr, sehr wichtig.